Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist ja 93 Turbo mit der nächsten Ausgabe von Pokémon Platin. Und Anton, was sagst du dazu? Okay, ich verdünne sie mich schnell mal nach draußen in das schöne Blizzach. Oh ja, die Sonne ist noch am Untergehen. Doch bevor die Sonne untergegangen sein wird, werde ich meinen 7. Arena-Leiterorden bekommen. Nämlich von der Arena-Leiterin Frieda. Das Diamantstoppmädchen. Oh la la, das klingt ja interessant. Ich denke, die Punkte, die ich habe, natürlich hier mit Son Goku, Angel Wolf, Kit Kat, Slicer, Korra und Shagon. Habe ich meine Pokémon nicht aufgefrischt? Habe ich anscheinend vergessen. Das sollte ich natürlich nachholen. Okay, also. Ihm wird es genommen. Ihm wird gegeben Erbtaler, damit es nämlich gut hier Erfahrung sammeln kann. Alles klar. Ich werde wahrscheinlich die Zeit für diesen Part lediglich dafür nutzen, dann die Arena zu machen. Und dann geht es dann nächstes Mal zum See der Stärke weiter. Oh ja. Denn danach wird ja auch die Story weitergehen. Und dann werden wir irgendwann auch wieder dann natürlich ins Hauptquartier von Team Galactic in Schleide dann kommen müssen. So wie halt in den Hauptquartieren von Team Magma und Team Aqua in Pokémon Smaragd. Was mich ja freut ist, ich habe es wirklich diesmal hingekriegt, dieses Projekt am laufenden Band zu bringen und nicht irgendwie hier erstmal eine große Pause dazwischen zu machen. Und das möchte ich auch bei den anderen Zwischenprojekten machen. Das heißt auch den anderen Pokémon spielen. Hey du da, wie geht es dem zukünftigen Champ? Siehst du die dicken Schneebälle, die hier und dort auf dem Boden liegen? Du musst über das einschlittern und zwar mit solcher Geschwindigkeit, dass du die Schneebälle kaputt machst. Die Arena-Leiterin setzt Eis-Pokémon ein. Bring ihre Angriffe zum Schmelzen, indem du heiße Feuerattacken einsetzt. Deshalb habe ich mich für den Feuerstarter entschieden. Bingo! Der hat auch Kampfattacken. Bingo, bingo! In dieser Arena kommt es auf die Konzentration an. Also konzentriere dich. Okay, ich bin konzentriert. Ich bin konzentriert. Oh je. Jesus! Okay, ich muss die richtige Position finden. Sonst kann ich hier nichts kaputt machen. Komm, fang mich auf in deine muskulösen Armen. Es ist zu kalt. Ich kann selbst meine Zunge nicht mehr spüren. Wie redest du denn bitte mit mir? Denn für bestimmte Buchstaben brauchst du deine Zunge. Besonders für das Wort Zunge brauchst du deine Zunge. Genau, das ist ein menschlicher Schneebedeck. Hat braunen Gürtel. Ah ja, es hat ja die Fähigkeit Hagelalarm. Es entfacht einen Schneesturm, einen Hagelsturm. Hier, ich schmelz dich weg. Ach, schuld an einem Kaminfeuer im Hause sich hier ein paar Marshmallows rösten. Das ist der Körper meines Pokémon. Du weißt, das Risiko gab es. Du weißt es. Ja. Manchmal kann ich wirklich gemein sein. Freut es mich? Ein bisschen. Und ein Nebel. Unlicht Eis, das heißt, eine Kampfattacke bringt vierfachen Schaden. Auch ein Männchen. Natürlich schön, dass wir jetzt den Vergleich haben. So, einmal Durchbruch. Ich durchbreche dein Herz und gewinne es für mich, auch wenn ich es danach mit Uhu und sehr viel Tesafilm wieder zusammenkleben muss. Dein Herz wird mein sein. Entschuldigung. Die Stimmung ist gerade hier eiskalt in den Keller gegangen. Oh je. Das ist auch der Grund, warum ich Sans aus Undertale mag. Ich mache auch gerne blöde Wortspiele, merkt man. Dieses Ergebnis, mir wird kalt. Sehr kalt. Oh ja, bitte gib mir nicht die kalte Schulter. Ich kann es nicht lassen. Je höher der Anlaufpunkt, desto... Entschuldigung, ich habe gerade einen Anlaufpunkt in meiner Nase, wo der Schleim gerade runterläuft. Entschuldigung. Ich bin noch ein bisschen verschnupft, aber ich bin nicht mal so wirklich krank. Danke der Nachfrage. Desto mehr Geschwindigkeit erreichst du, um die großen Schneebälle zu... zerschlagen. Es erschlägt gerade meine Lunge. Wupp. Zack. Dankeschön. Und zack. Nice, nice. Okay, wo muss ich jetzt hin? Hui. Also, Nein, hier nicht. Hui. Wo muss ich lang? Achso, hier stimmt. Ich kann nicht einfach... Wupp, 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 wupp. Ach, schade. Nicht so ganz. Okay, dann muss ich aber hier rechts lang. Wupp.
Am besten mache ich das, dass ich meine Pokémon dann nur noch topfit mache mit Tränken und dass ich dann gleich den Kampf starte. Sonst muss ich das alles mit dem Schneebellen nochmal machen. Der Trickbo in der Arena macht dir schön zu schaffen, oder? Wenn du während des Kampfes nicht die Ruhe bewahrst, bist du verloren. Dieser Trickboden, das ist eisiger Boden. Ist nicht wie Trick. Oh, Schnäppchen! Keine Ahnung, was es darstellen soll. Ein Hörnchen ohne. Ein Eichhörnchen ohne Eis, wer weiß. Ein Hörnchen ohne Eis, wer weiß. Ach, Reime. Reime und Wortspiele. Wenn ich jetzt ein Reim wüsste mit einem Wortspiel, ach, das wäre doch prima. Aber allen in allem kann man wirklich sagen, diese Arena ist cool. Ich höre schon Sans rufen, ich bin stolz auf dich, mein Junge. Und eine einzelne Träne läuft aus einer Augenhöhle heraus. Und ein Schnappgrill wieder mal. Onkel Wolf, du bist auch mal dran. Versenge deine heißen Zähne in dieses schlechte Hörnchen. Vielleicht wird dir eine Waffe draus. Kannst du schon Kunde spannen. So, einmal Feuerzahn, bitte, Dankeschön. Der war wirklich in einem Hubs gefressen. Die Sache ist gegessen. Eiskalt absolviert. Oh, heute habe ich jetzt aber einen Lauf. Na, genauso wie auf dem glatten Boden. Das geht ja wie geschmiert. Oh, ich liebe es. Badababa, I'm loving it. Echt, ich hätte nicht gedacht, dass sich aus Schnäppke so ein monströses Ungetüm entwickelt. Also, dass sich Schnäppke zu sowas entwickelt. Das ist genauso wie bei Knackleon. Da denkt man nicht auch... Entschuldigung. Die Kälte steigt mir in die Nase. Ich muss nur das Kalte sehen und ich denke mir... Bei Knacklungen hätte man auch nicht gedacht, dass es sich zu Vibravo und die Beltra weiterentwickelt. Das ist wirklich so ein Pokémon, wo man sich denkt, wow. Oder auch Remoraid, ein fischartiges Pokémon, entwickelt sich zur Octillery, was einem Tintenfisch ähnelt. Oder Oktopus? Naja, Tintenfisch, glaube ich. Du bist so überraschend cool geblieben. Zumindest habe ich jetzt warme Stiefel. Oh, du bist auch gut mit den Sprüchen. Deine Pokémon stehen während des Kampfes unter Spannung. Gefällt mir. Ja, sie sind wohl eher angespannt. Sie spüren wahrlich die Gänsehaut bei dem Kampf. Einmal ratatatatatam. Servus. Wir haben die ganze Zeit in den Schneesturm von Blissach gekämpft. Jetzt wirst du sehen, wie sehr uns das abgehärtet hat. Ich überlege mal gerade eine passende Antwort. Derweil kannst du dann für Non-Tor da rausschicken. Vier Non-Tor. Woher kommt das was? Frieren nicht Tor, also eine Blockade für den Schnee? Also, wer weiß. Ich so, Goku ist hier in seinem Element. Er blüht hier richtig auf. Er ist ja richtig hitzig dabei bei der Sache. Also, naja, das ging gerade so. Woher kommt deine Stärke? Internet. Du hast schon fast überall gekämpft? Vielleicht bist du deswegen so stark. Naja, was heißt überall gekämpft? Wupp! Servus! Fühlst du dich geplättet? Aber ein guter Trainer trägt den Sieg davon. Unabhängig von den Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen? Ich kann Spaghetti machen. Ah ne, das war woanders. So viele unterschiedliche Pokémon können sie hier nicht haben. Wobei, welche hätten ja noch einen Keifel haben können, oder? Nun gut. So sei es gewesen. Na, dann wird das vielleicht sogar gar nicht so eine lange Folge, weil ich glaube, ich habe jetzt fast schon wieder alle Trainer fertig. Ich muss nur noch den richtigen Weg finden. Genau wie der Schnoddel in meinem Riechzinken hier den Weg nach draußen finden muss. Entschuldigung für die Verbindlichung mit meiner geraden gesundheitlichen Situation. Aber hey, ich bin im Grunde wie ein offenes Buch. Da fällt alles raus. Und wenn es hier irgendwie der Kalender von der Miss Sunday 1999 ist, keine Ahnung, was ich hier sage. Blah. Jesus Criminy. Jemand hat mich mal gefragt, woher das Jesus Criminy kommt. Das habe ich auch einfach so aufgeschnappt. Und das ist irgendwie ein Ausruf der Überraschung. Heißt du, im Grunde so wird so übersetzt mit, du meine Güte. Ach du heiliger Gott.
Das ist richtig. Ein guter Trainer wird unabhängig von der Situation siegen. Damit meinst du mich, oder? Die Gefühle des Trainers, die Gefühle der Pokémon. Werden sie eins, wirst du niemals verlieren. Ah, das ist ja schön. Hui! Oh, bei dir war ich noch gar nicht. Okay, dann habe ich dich jetzt. Ich befasse mich seit noch nicht allzu langer Zeit mit Pokémon. Meine Freunde haben mir durch Training zu diesem steilen Aufstieg verholfen. Na, hoffentlich passiert es nicht, dass du jetzt einfach mal dann runterschlitterst. Also bei der Arena könnte es vielleicht passieren. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte es Son Goku vielleicht sogar... im Alleingang nicht, denn ich weiß... Keine Ahnung warum, die Frieda hat ein Meditales. Es beherrscht zwar Eis, aber das rechtfertigt eigentlich nicht, dass sie einen Kampf-Psycho-Pokémon in ihrem Team hat. Finde ich interessant. Wobei, das ist halt sozusagen der Überraschungseffekt. Man würde nicht besonders einen Pokémon... wie sagt man? Wetten, oder? Man würde nicht auf so einen Pokémon wetten. Und wenn man dann nur auf Kampf-Pokémon sehen würde, dann hätte man ein Problem, was ja, wie gesagt, halt psycho ist. Na, aber dafür habe ich hier mein liebes KitKat an meiner Seite. Ja, KitKat, take a break, break a KitKat. Und dann machst du den Gegner kaputt, putt. Und dann kommt die ganze Hütchen hergelaufen. Du willst geknuddelt werden, aber nur hier mit tiefen Schnee, mit einem dicken Schneemantel. Jesus Christ, meine Nase, sie tut Sachen, die ich nicht will. Tut Sachen, die mir nicht gefallen. Aber was mir gefällt, ist, dass Son Goku jetzt Level 45 erreicht. Prima, danke. Feuerwirbel. Nein, danke. Ich habe eine spezielle Attacke, nämlich Flammenwurf, und die finde ich um einiges besser. Auch wenn es mehrmals mehrere Runden trifft, der Schaden ist nicht so kolossal. Lässt mich eher kalt. Ich kann nicht glauben, wie stark du bist. Ja, glaub es, lieber Schätzchen, ich bin echt. Die guten Freunde an deiner Seite sind dir kaum Grenzen gesetzt. Das weiß ich. Okay, wie mache ich das nochmal? Lass mich überlegen. Ich habe gegen alle Trainer gekämpft. Das heißt, sie werden mir nicht mehr in die Quere kommen. Okay. Erstmal muss ich... Okay, ich muss erstmal nach oben wieder. Das ist das Problem. Ich muss hier herausfinden. Okay, jup. Okay, einmal hier. Einmal da. Einmal hier. Und dann mache ich einmal... Nein, hier ist eine Ecke. Okay. Okay, einmal hier. Und dann... Achso, einmal hier. Dann bin ich hier. Okay, und dann komme ich nicht mehr hoch, das ist auch großartig. Ach, ich vergesse immer, wie ich das hier hingekriegt habe. Wer habe ich gemacht? Verrat's mir einer. Flüstert's mir ins Öschle rein. Ah, genau, hier. Dann brauche ich nur noch den einen Klotz, der zerstört. Und wie mache ich das? Lass mich überlegen. Vielleicht. So? Nee, so nicht. Weil der Fels. Wofür ist dieser Schneeball dort? Soll er mich aufhalten, oder? Ah nee, hier war ja die Kante gewesen. Also. Okay, jetzt muss ich wirklich überlegen, wie war das nochmal vonstatten gegangen? Zwei Schneebälle verbleiben. Nur wie kriege ich die kaputt? Ich müsste von oben auf ihn runterkommen, damit ich den erwische. Ah, warte, halt, stopp, hier. Na, also, ich hab's doch. Ich hab's schon gewusst, ich weiß es. Jetzt kann ich einfach von hier oben, danach dann den Weg nach unten nehmen, sehr schön. Wofür der eine Schneeball rechts ist? Keine Ahnung, aber ich kann jetzt einfach... Da bin ich schon. Servus. Ich meine, klar, meine Pokémon sind alle fit, oder? Auf Nummer sicher gehen. Okay. So, meine Lieben. Los geht's. Du möchtest Frieda herausfordern? Sicher.
Ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Aber ich muss dich warnen. Ich bin stark, denn ich weiß, mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen. Alles eine Frage der Konzentration. Romanzen und Konzentration? Erzähl mir mehr. Ich zeig dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Und kommt danach die Romanze? Lass mal gut sein. Lass dich, tu dich mal abkühlen. Wow! So energetisch. Ja, so. Energetisch? Ist das ein deutsches Wort? Ist das ein deutsches Wort? Ist das deutsche Grammatik? Keine Ahnung. Ja. Alles klar, einmal. Aus 1 macht 2. Nimmst du die Oberhälfte oder die untere? So oder so. Irgendwas werde ich mir brachten. Wunderbar. Schaugon erreicht Level 43. Und da kommt jetzt Keife. Keife ist ein Boden. Boden. Eis. Bleibe ich bei Son Goku. Mache ich einmal wahrscheinlich Flammenwurf. Es ist ein Bodentyp, das heißt, seine Verteidigung müsste stärker sein als seine Spezialverteidigung. Das heißt, eine Spezialattacke dürfte es nicht so einfach wegstecken, oder? Ich bleibe bestätigt. Jawohl, es hat geklappt. Sehr schön. Frostige. Ah. Ja, stimmt, das hat sie auch. Das ist neu in der Platin-Edition. Das ist die Entwicklung, wenn man auf ein weibliches Schnäppke einen Funkelstein einsetzt. So wie sich nur ein männliches Kelia zu Galagladi weiterentwickeln kann, sich nur ein weibliches Schnäppke zu Frostige weiterentwickeln. Und da habe ich auch eine passende Attacke, nämlich Dunkelklaue. Katsching. Das habe ich total vergessen. Und bei dem Bimbalabum, im Moment habe ich jedes Pokémon mit einer Attacke besiegt. Ich glaube, so ein Goku wird das Ding hier schaukeln, das Baby hier, bis in den Schlaf, in den eiskalten Schlaf wird es schaukeln. Ah, ne. Ach, sie hat gar kein Meditas mehr, denn jetzt kommt Rex Blizzard. Als würde da jemand der Kettensäge zum Laufen bringen. Ich werde das Eis brechen und meinen Notfall-Pokémon einsetzen. Das Eis brechen? Das möchte ich lieber nicht sehen hier. Blach. Ich will mal das Eis brechen. Brechen, ja. Und ich denke, das war's gewesen. Jedes Pokémon, eine Attacke. Son Goku, du bist mein Held. Mein Held in weißer Flammenrüstung. Oh. Sehr schön. Ja. Gar nicht so lange gebraucht wie gedacht. Ich mag dich ja schon ein bisschen. Oh, jetzt kommt's. Oh. Ich bewundere dich sogar ein klein wenig. Oh, also jetzt erwärmst du aber mein Herz. Wow, du bist klasse. Du hast mir meinen Respekt verdient. Ich glaube, deine Konzentration und deine Willensstärke haben uns alle überrollt. Oh, bevor ich es vergesse, ich muss dir ja noch das hier geben. Juve hält den Fernorden von Frieda und die Telefonnummer. Vielleicht. Was das für ein Orden ist? Das ist der Fernorden. Ich hab's gelesen, danke. Dank ihm kannst du jetzt auch Kraxler außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und hier habe ich noch etwas für dich, TTM. Lawine. Sie funktioniert so wie Lake. Wenn der Gegner weniger als die Hälfte seiner KP hat, macht sie doppelten Schaden. Team 72 enthält die Attacke Lawine. Nimmt der Anwender Schaden, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Ah nee, falsch, stimmt. Wenn der Anwender Schaden nimmt. Ah ja, dann habe ich was verwechselt. Okay, tut mir leid. Kannst du dir vorstellen, wie viel Konzentrationskraft du dafür brauchst? Meinst du, ich sollte mich mehr wie eine Arena-Leiterin verhalten, die Attacken von Typ Eis einsetzt? Denn meine ich, soll ich kühler und distanzierter sein? Aber damit hätte ich echt Probleme. Nee, nö. Bleib so, wie du bist, wie du dich am wohlsten fühlst. Oh, Trovo, du hast die Arena-Leiterin besiegt. Du warst konzentrierter und deine Pokémon haben das ausgenutzt. Ich fühle mich so gut. So, und jetzt darf ich mir auch noch die Erlaubnis holen, in den Blizzard-Tempel zu gehen. Passet auf. Ich komme hier durch. Nur Aserwete dürfen den Tempel von Blizzard betreten. Es tut mir leid, du musst wieder gehen. Oh, okay. Ich dachte, es würde gleich passieren. Schade, schade. Anscheinend nicht. Nun gut, meine Lieben. Wie beende ich den Part? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich weiß es. Ich werde euch zeigen, wie sich... Wie habe ich es genannt? Wie sich mein Evoli weiterentwickelt. Jetzt ist, Cora gar nicht zum Zug gekommen. Wir haben abgelegt.
Japan kommt hier. Princess. Genau, so habe ich es genannt. So. Prima. Nun gut. Nehme ich Cora danach wieder auf? Vielleicht. Oder vielleicht nehme ich Princess lieber ins Team und trainiere es. Denn das Team, was ihr jetzt seht, wäre das Team, mit dem ich dann in der Pokémon-Liga andrehen würde. Natürlich würde sich Shagon bis da noch entwickelt haben, Princess würde sich auch noch entwickelt haben und, und dann würde ich manchen Pokémon noch neue Attacken beibringen. Das wäre der Plan. Okay, ich sollte ein bisschen Schutz einsetzen, damit mich die Pokémon nicht nerven. Aber hier der Superschutz. Dankeschön. So, alles klar. Schon wieder so viel Schnee in der Fresse. Das ist schon wieder. Es ist noch nicht mal Speiseeis. So, alles klar. Ich sehe dich schon, du Felsen. Ich muss aber nur in seiner Nähe sein. Ah, hoffentlich entkomme ich dem wieder mit meinem Rhythmus, meinem schönen Rhythmusgefühl. Haha. Hat man nicht gesehen. Was? Oh, das Gute ist, ich habe ja jetzt KitKat im Team, das heißt, ich kann danach einfach wieder nach Blizzach fliegen. Und dann habe ich das nicht das Problem nicht. Was? 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 Verdammte Kiste. Ob ich mich hier nochmal auf Screen hier trainiere, ob ich hier nochmal trainiere, das überlege ich mir nochmal, weil der ganze Hagelsturm, der nervt. Hui. Der Felsen ist von einer Eisschicht überzogen, die super kalt ist. Oh yeah, Ice Ice Baby. Gut, wo haben wir das Unterbaum? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier, ich habe sogar drei Stück. Einmal. Und jetzt passt auf. Boop. Und. Hey, Princess entwickelt sich. Oh. Oh. Ich bin entzückt. Ich bin so entzückt. Schaut euch das an. Oh. Ach, Mann, was für ein wunderschöner Schrei. Dein Princess wurde zu Glaziola. Glasil und Oral. Man ist es sich wert. Und wie sind die Werte jetzt im Moment? Ja, Spezialangriff 60, Schneemantel erhöht Fluchtwert während Hagelschauer. Ich habe mir mal schon überlegt, dass ich ihm Hagelschauer dass ich ihm Hagelsturm beibringe und Blizzard. Der Trick ist nämlich, während dem Blizzard ist eine Attacke, die nicht so eine gute Genauigkeit hat. Während einem Hagelsturm trifft die Attacke eher. Und dadurch, dass dann sich sein Fluchtwert erhöht, wäre das nochmal ein Zusatzpunkt, ihm diese Attacke beizubringen. Also, Princess, willkommen im Team. Ich werde dich gut trainieren. Das heißt, Shagon, du musst leider dein Abteil aufgeben. Komm schon, du bist schon groß und stark. Du schaffst es noch selber, dich zu entwickeln. Ach, ich bin wieder schon wieder hier drin. Wirklich, es ist so, dadurch, dass ich den Spitznamen gegeben habe, habe ich wirklich eine andere Verbindung zu ihm aufgebaut, als anstatt, dass ich ihn einfach nur ihren normalen Namen lasse. Deshalb finde ich es gut, dass ich mich entschieden habe, für meine Let's Plays, das mit den Spitznamen zu nehmen. Na, was meinst du, Anton? Bleib bitte von mir weg, du kleiner gelber Dämon. Gut. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Pokémon Platin gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Nächstes Mal besuchen wir Simon am Stärkesee. Am See der Stärke. Stärkesee. So oder so rum. So ist es richtig. Bis dahin, ihr 93 Jovo. I love and entertain you. Tschüss. And goodbye.